Halli und Hallöchen, meine lieben Duellantenfreunde. Herzlich willkommen wieder zurück zu einer Runde Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Diesmal mit dem geheimnisvollen Duellanten. Und der Bene Cleave hat unser Millennium Parcel gestohlen. Und ja. Jetzt. Dunkler Skorpion. Brecher. Naja, egal. Wir werden jetzt gegen den Bene Cleave antreten. Ob der neue Tricks gelernt hat? Das wäre... Oh! Fuck! Okay, jetzt sind wir in... Also, jetzt sind wir nach dem Duelist... Also, nach dem Königreich der Duellanten gelandet. Und wer jetzt Yu-Gi-Oh! Nicht kennt, wir sind jetzt in Battle City angekommen. Das war jetzt sozusagen das zweite Fünftel, oder zweite Sechstel besser gesagt, von der ersten Yu-Gi-Oh! Serie. Bams! Junge! 2000 Verteidigung! Ah, schaust du nicht schlecht rein, was? Mein lieber Bene Cleave, spiele antike Regeln, hole mir den herbeigerufenen Totenkopf, spiele den Komori-Drache. Was kann das? Diese Karte? Gegner eine Zauberkarte. Diese Karte ist ziemlich geil. Damit kann ich ja wahrscheinlich ein anderes Monsterziel aussuchen für Bene Cleave. Diese Karte kann durchaus von Vorteil sein. Ehrung der Verdammten. Ich spiele den Elfenhandspiegel. Jetzt zerstörst du stattdessen statt mein Werkzeug. 7 Werkzeuge des Banditen. Die spielen heutzutage keine Sau mehr. Fuck. Und Bodenangreifer Bukov. Ey, Bene Cleave, du tust mir jetzt aber so richtig leid, weißt du? Kaum gibst du dir Mühe, um meinen herbeigerufenen Totenkopf zu zerstören, schon ist er wieder da. Warte mal, 1000, 2500. Okay, das reicht noch nicht ganz aus. Erst in meinem nächsten Zug ist er platt wie eine Flunder. Na, was ist denn los, Bene Cleave? Sind deine Ressourcen leer? Oder was ist da los? Ich denke nicht, dass er dieselbe Karte jetzt... Oh, jetzt habe ich den schwarzen Magier gezogen. Aber wir wollen es ja perfekt beenden. Selber, du. Oh, du Arsch. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Alter Yugi, noch mehr. Alter, wie viele hohe Level-Karten hast du noch, Yugi? Das ist nicht gut, was du da hast, mein Freund. Aber dafür kommen die ganzen Karten auf die Hand. Das ist ziemlich interessant. Okay. Verlockung der Finsternis. Diese Karte. Mechanischer Jäger. Shit. Es hat viel mehr Angriffspunkte. Oh, schade. Ich hätte gedacht, du würdest es in Verteidigungsmodus spielen, mein lieber Bene Cleave. Alter! Er hat feierliches Urteil. Scherte. Bevor feierliches Urteil einsetzen kann, spiele ich den herbeigerufenen Totenkopf, aktiviere Polymerisation, fusioniere meinen Drachenfluch und meinen Geier, den zornigen Ritter. Und hier kommt mein Drachenritter Geier im Angriffsmodus. Na, was machst du jetzt, mein lieber Bene Cleave?
gib's zu, du hast verloren. Geschrittene Ritualkunst. Sierra der Mann. Hat dieses Ding 2800 Angriffspunkte oder was? Tatsächlich. Ich spiele die mystische Box. Ich zerstöre Sierra. War klar, dass er magische Störung spielt. Okay, ich muss halt nur irgendwie das Richtige machen und ihn vernichten. Ja, 2800, ne? Okay. Okay, das sehe ich ja auch auf meiner Aufnahme. Ich mache Spiegelkraft. Ich spiele feierliches Urteil, das war so klar. Aber kann ich nicht noch eine Spiegelkraft ziehen? Magische Hüte. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Und das Problem lautet Sierra der Mann. Dieses Viech ist ziemlich stark. Leck mich am Arsch. Ey, warum wollen jetzt alle jetzt... Aua. Okay, diese Karte bringt mir bedingt viel. Und zwar mit der Kombination von magischen Hüten könnte der Steinsoldat noch überleben. Und ich warte dann, bis das du angreifst. So, magische Hüte. Okay, welche Karte will ich jetzt erstmal wegwerfen? Boah, das sind viel zu geile Karten. Ich lege zweimal Polymerisation weg. Was soll ich denn damit? Mein Dings hat nicht überlebt, ne? Fuck. Autsch. Oh. So nah und doch so fern. Okay. Los geht's. Benediktiv. Ich muss. Okay, ich darf anfangen. Ich lege ein Monster verdeckt, mein Freund. Und das war's. Wenn der jetzt mit so einem Ritual-Fuck-Viech jetzt daherkommt, dann kannst. Errung der verdammten Shit. Das war jetzt. Musste das jetzt unbedingt sein? Mystische Box. Der Kater könnte eventuell nützlich sein. Oh nein!
Nicht diese Scheißkarte. Aber wenn ich jetzt magische Hüte spiele. Müsste der Effekt eigentlich dann annulliert sein. Oder? Ich lege eine Polymerisation weg. Und einmal. Lululul. Dich. Das müsste jetzt eigentlich nicht mehr aktivieren, ne? Genau. Ich hab's doch gewusst. Bin zu schlau, ne? Okay, ich rufe den Komori-Drachen. Spiele einen riesen Steinsoldaten. Spiele eine mystische Box. Zerstöre diese verdeckte Karte. Und ich übergebe dir meinen Steinsoldaten. Ja, wenn du nichts anderes hast, dann soll jetzt darunter leiden. Mein lieber Bandit Keith. Yes! Topf der Gier! Ich darf zwei neue Karten ziehen. Oh, jawoll. Das ist süß. Hallo. Wie heißt diese Karte? Yaba Robo. Was zum... ich Idiot! Ziel ne... Ach. Aber ich krieg dafür einen Tausender zurück. Vielen Dank, mein lieber Bandit. Tief. Okay, komm. Wir spielen den Drachenfluch. Eine der unnützlichsten Karten überhaupt in Yu-Gi-Oh! Hat 5 Sterne und ist scheiße nutzlos. Okay, ist halt nur gut zur Fusion, aber die Fusionskarte ist aber auch nur scheiße. Polymerisation. Nee, schwarze Magier. Egal, direkter Angriff mit 2000. Ich muss noch zweimal direkt angreifen, dann habe ich gewonnen, mein lieber Benekief. Nur weil ich gerade nur Müll ziehe. Die Unterwelt. Ändere die Angriffsposition aller Monster in Angriffsposition umgekehrt. Ich wollte sagen, wenn deines Tempel ist. Was hat ihm das gebracht, bitteschön? Das hat ihm nicht wirklich viel geholfen, mein. Ich hab's nicht ganz hundertprozentig verstanden. Na los, Bennett Keith, ich warte. Ich glaube, du hast verloren. Yeah, so spielt man. Und Battle City beginnt. Ja, jetzt sind wir in Battle City. Und der Typ da hat, glaube ich, Choi, seinen Rotäugen. Und das ist Ishizu. Sie hat auch einen Millenniumsgegenstand. Aber jetzt erstmal zu dem Typen da. Der hat Choi's Rotäugen Drachen gestohlen. Oder besser gesagt, er spielt. Und jetzt müssen wir gegen den guten alten Seeker kämpfen. Aber wer die Serie gesehen hat von Yu-Gi-Oh! Halt damals, der weiß, dass Seeker ein kleines Arschloch ist. Was heißt hier ein kleines Arschloch? Ihr werdet es schon sehen, was ich damit gemeint habe. Moment, muss ganz kurz husten. Okay. Er hat ein Monster verdeckt hingesetzt. Ich kann mir schon denken, was das für ein Viech ist. Ich spiele erstmal einen keltischen Wächter und das war's erstmal. Weil der Seeker hat ein Exodia-Deck. Und ihr werdet es auch gleich jetzt in Action sehen. Weil, ja, ich muss ihm halt so schnell wie möglich ihm Schaden aufbrummen.
Egal wie ich es mache, ich muss Schaden machen. Oh, er spielt Schwarzes Loch. Und verräterische Schwerter. Genau, und das Nervigste an diesem Typen ist, dass der sowas von auf den Sack gehen kann. Dieser Kerl. Los! Mach deinen Zug, mein lieber Seeker. Und ich spiele Lichtervermittlung. Damit kannst du erstmal keine Monster verdeckt spielen. Ich hoffe, dir gefällt das, mein lieber Seeker. Und Exode sind manchmal ein bisschen lame. So, jetzt darf ich dann nach meinem nächsten Zug angreifen. Oh, Bär von Mee. Habe ich gezogen. Ja, aber es bringt mir jetzt ehrlich gesagt eher wenig. Weil ich erstmal auf meinen Angriff hoffe. Ich darf halt nicht hoffen, dass er Exodia auf der Hand bekommt. Boah, schon wieder? Willst du mich verarschen? Mein lieber Seeker. Oh, verräterische Schwerter. Warum nur? Die noch eine Karte verdeckt. Entweder wieder verräterische Schwerter oder es ist wieder ganz was anderes. Er will nur Zeit schinden. Und zwar so viel wie es geht. Volk Energie. Fuck! Exodia. Ja, das war jetzt ein bisschen laut. Weil dieser Typ kann so richtig auf den Keks gehen. Gefickt. Ich muss den halt irgendwie Schaden aufbrummen. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Aber da er Exodia spielt, dann brauche ich halt ein bisschen Glück. Und ich und Glück, das passen nicht. Das passt nicht zusammen. Nein. Er beendet sofort seinen Spielzug. Diese Chance muss ich sofort nutzen, um meinen keltischen Wächter aufs Feld zu rufen. Und ihn dann 1400 Schaden aufbrummen. Okay. Und dank Licht der Vermittlung kann keiner ein Monster in der verdeckten Verteidigungsposition aufs Feld rufen. Und leck mich am Arsch, mein lieber Seeker. Leck mich am Arsch. So, ich hole mir jetzt den herbeigerufenen Totenkopf und du kannst nichts dagegen tun. Und das Doofe ist, dass halt, dass ich halt nicht angreifen kann. Oh, wir haben auch die Magnetkrieger. Ja, schon? Die Magnetkrieger sind ganz geil. Eigentlich. Sind ein bisschen stärker als die vorherigen Monster, die wir vorhin gehabt haben. Aber wenn der jetzt... Rhetorische Schwerter bringt mir nichts. In diesem Seeker-Typen. Scheiße. Fuck. Nein. 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 Zweimal. Oh, von mir aus. Okay, oder auch nicht. Er holt sich den Kopf. Und er spielt. Und er zieht noch mal zwei Karten. Und er spielt den Getriebekohle. Und ich kann absolut gar nichts dagegen tun. Aber er muss Karten ablegen. So. Ah, was? Diese Karte hätte ich eventuell vorhin gebrauchen können. Aber nee. Aber der Gegner muss die Troll-Phase überspringen. Und ich ziehe hier nur absoluten Käse.
Ja, wenigstens eine Karte, die ich brauchen kann. Die hätte ich eventuell auch früher ziehen können. Vielen Dank, Spiel. Bäm, kaputt. So. Jo. Oh. Oh, meine Güte. Meine Güte. Oh. Du bist so ein richtig ekliger Typ, mein lieber Sieger. Genau dann, wo ich die Karten gebrauchen brauche, kriege ich sie nicht. Und dann, wo ich sie nicht mehr brauche, dann ziehe ich die. Und dann hat er tatsächlich auch noch die Exodia auf der Hand gehabt. Das wird anstrengend. Nein! Okay, von mir aus. Okay. Und? Er holt sich ein Exodia-Teil. Okay. Er spielt eine Karte verdeckt. Zweimal Polymerisation auf der Hand. Das soll... Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber egal. Aber ich habe immerhin den zauberbrechenden Pfeil auf der Hand. Der kann nämlich die verräterische Schwerter zerstören. Und das ist auch gut so. Und er spielt Raigeki. Ja, bist du noch zu retten, mein lieber Seeker. Dieser Karte ist nice. Diese Karte kann die Trophies skippen vom Gegner. Ich spiele das Zeitsiegel. Damit ist erstmal ein bisschen Ruhe. Warum ziehe ich nur 5er Level Karten? Warum? Ich hab's so gewusst, dass die nächste Karte die Exodia gewesen wäre. Oh. Ach du Schande. Oh. Okay, ich glaube. Du bist so ein richtig ekliger Typ, weißt du? Oh, Seeker. Der hat zu viele Exodia-Karten in seinem Deck. Viel zu viele Exodia-Karten. Weil dieses Deck ist gegen alle Regeln, die es überhaupt in diesem Kartenspiel gibt. Weil die Exodia-Teile darf man maximal bis zu einmal drin haben. Ja, man muss die Yu-Gi-Oh-Karten, Yu-Gi-Oh-Regeln mal ein bisschen auswendiger kennen. Aber da es in diesem Spiel keine Begrenzungen gibt, tja. Ich spiele Gazelle. Zwei verdeckte Karten. Und ich überlasse die Ehre wieder dir, mein Mutter. Seeker. Und Monsterkarten dürfen erstmal nicht mehr in der Verteidigungsposition gespielt werden. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Damit kann ich die... Aber ich kann mal gucken, was da drunter liegt. Autsch. Fuck. Aber egal. Ich kann jetzt wenigstens die... Im nächsten... Bei meinem nächsten... Leg mich am Arsch! Ja, ich wollte bei meinem nächsten Spielzug seine Trophäe skippen, aber dieser Typ da, der geht mir jetzt so richtig auf den Keks. Oh.
So, jetzt darf er wieder, jetzt zieht er wieder unendlich viele Karten. Oh, elegante Ulti drin. Okay, jetzt habe ich nur Monster auf der Hand. Ah. Bisschen besser als vorhin, die Hand, aber eine Polymerisation wäre doch eventuell nicht das Verkehrteste gewesen. Shit, der Schaden wird sogar auch noch verdoppelt. Fuck. Und ich hätte auch riechen können, dass sie das... Oh nein, jetzt sieht er wieder zu viele Karten. Gib mir eine Polymer... Okay, nee, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Polymerisation. Aber dass ich da die Lichtschwerter habe, ist es jetzt ein bisschen unnötig, weil... Weil der Sieger ja nicht angreifen braucht. Und da zerstört er jetzt meinen herbeigerufenen Totenkopf. Aber ich kann ihn wiederholen. Ja, Mann. Oh, das tut so gut. Und jetzt spiele ich Silberfang. Ich behalte noch Gazelle und Bär von mir. Für Polymerisation. Und meine Lichtschwerter werden... falls ich elegant Volti drin ziehe, als Abwurf dienen. Da liegt sicher ein 2000er Tankvieh. Ah, der schwarze Magier. 2200. Und direkt Angriff mit dem Wolf. Na los, mein guter Seeker. Du hast keine Chance gegen mich mehr. Oh, das wird ein... Fuck you. Kaum denke ich, es wird gut ausgehen. Kriege ich wieder die Lichtschwerter. Und jetzt hat er wieder Zeit, damit er wieder so viele Karten ziehen, wie er braucht, bis dass er wieder Exodia auf der Hand hat. Oder Raigeki. Leck mich am Arsch. Hier kommt Gamma. Oder Gamma, der Magnetkrieger. Scheiße, das gibt ihm zu viel Zeit. Das gibt ihm wirklich zu viel Zeit. Viel zu viel sogar. Keltischer Wächter. In meinem nächsten Spielzug ist es vorbei. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell... Ja. Es war so klar. Leck mich am Arsch. Dieser Typ ist so eklig. Wirklich. Aber als zweites zu Beginn ist, glaube ich, da schon ein kleiner Vorteil, weil da er halt im ersten Spielzug keine Karte ziehen kann. Das ist eigentlich ganz gut, was ich da mache. Und er spielt elegante Wohltäterin. Oh, und er hat nichts mehr, nichts anderes mehr auf der Hand. Okay, wilder Kobold. Es wird Zeit, zu zeigen, wie wild du zuschlagen kannst. Direkt Angriff auf seine Lebenspunkte. Und wenn er Lichtschwert aktiviert, kriegt er einen Staubtornado ins Gesicht. Oh ja, mein Freund. Oder, oh, er tut nichts. Er tut nichts. Oh, dieser Karte hätte ich auch die ganze Zeit gebraucht. Weil die kann eine zufällige Karte aus der Hand des Gegners verbannen. Und nach der vierten Standby-Phase kommt diese Karte zurück ins Blatt des Gegners. Das heißt, wenn ich ein Exodia-Teil damit verbanne, kann ich dadurch ein bisschen Zeit schinden. Und das bringt mir ziemlich viel. Okay, da waren wir eine Karte. Verräterische Schwerter hat er gespielt. Aber dagegen bin ich ja gewappnet. Peng! Und weil ich so lustig bin, setze ich diese Karte auch noch.
Tja, mein guter Sieger. Jetzt sieht's nicht mehr so schön aus für dich. Jetzt hast du verloren. Ich habe Exodia besiegt. So, jetzt kommt dieser Marik-Typ daher. Aber naja. So, wie es aussieht, war es das mal wieder mit dieser Runde Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und zwar beim Meister der unter den Zauberern. Ja, ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir ein paar starke Gegner vor uns, die schon beim Finale sind.